Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Wir haben ein bisschen hochzähen Verkehr hier. Wie man sieht, jetzt muss ich schnell gucken, haben wir nicht gestern gesagt, dass wir hier noch was machen. Oh, das ist aber eh gerade wieder irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz so performant. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, tatsächlich, hier brauchen wir auch so in die Richtung nochmal so ein Teil. Ganz klar, das können wir von hier oben hier rüberziehen, dann hier die Fußgängerstreifen wegmachen, dann wäre das auch schon wieder gelöst. Versuchen wir das mal, beziehungsweise das müssen wir gar nicht versuchen, das machen wir einfach. Und zwar mit dem hier, dann kann ich das, sagen wir mal hier, glaube ich, rüberziehen. Wir gucken mal, wir müssen die Höhe noch haben, das ist hilfreich. Und die Energy Mod, dann funktioniert es nämlich garantiert. So, einmal den, zack, hier hin. Dann dieses Teil, dann runter auf 0. Irgendwie so, eine Kurve und, aha, ja eine Kurve, den müsste ich dann tatsächlich doch nochmal kurz erst einstellen. Irgendwie so und dann da rein. Jawohl, dann passt das. Dann kommt man hier auch rüber. Sehr gut. Vom Bauen her, das hier können wir hier nicht mehr gebrauchen. Ah, schön, guck mal, sie erkennen es, dann bauen sie entsprechend anders. Was ist hier eingezeichnet? Ja, eigentlich alles. Kommt, wir machen hier normales Bohnen, würde ich sagen. Das lassen wir. Da noch ein bisschen was und das lassen wir natürlich auch. Und hier oben machen wir auch noch wohnen. So, wohnt mal. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier aber natürlich die Fußgängerstreifen noch wegnehmen. Das ist ganz klar. Das wäre mal hier weg, hier weg, hier weg. Da hinten ist dann der Kreisel und hier in die Richtung haben wir hier nochmal einen Übergang. Das lassen wir auch. Muss auch weg, weil die sollen diese Überführung nutzen. Können sie das? Wenn sie hier lang gehen, kommen sie hier rüber. Ja, müsste eigentlich passen. Fehlt irgendwas. Irgendeinen Übergang, also die kommen von da nach da. Oh, der Hochbahnhof, genau. Da hat noch jemand geschrieben, wie sollen denn die Leute in den Hochbahnhof reinkommen? Ich dachte, dieser Hochbahnhof, der hat irgendwie eine integrierte Treppe. Hat der das nicht? Das müsste irgendwo hier unten gewesen sein. Hier, er hier. Kommt man hier gar nicht rauf? Na, hier mal gucken. Ich würde gerne hier mal da runter gehen. Wenn es funktioniert. Doch, guck mal, die haben Treppen. Ja, ich weiß zwar nicht, oder war nicht das gemeint, sondern dass wir hier halt, wir haben natürlich hier keine Bushaltestelle, nichts. Das ist natürlich auch wahr. Hier bräuchte man noch eine Bushaltestelle. Kriege ich die hier unten hin? Ich kann ja mal schnell gucken. Wir machen hier nochmal eine Buslinie, würde ich vorschlagen. Bushaltestelle mit Häuschen. Kriege ich die hier unten ran? Ja, das geht sogar unterirdisch. Okay, dann machen wir die hier hin. Zack, einmal so. Einmal Gegenrichtung, das würde schon mal passen. Ja, ja, jetzt eine neue Linie. Reicht das schon? Ja, wir gucken mal, wo wir hindüsen. Zack, einmal hier. Außenrum. Ja, ist das hier ein Gleis? Das ist ein Gleis, ja. Das bringt uns nichts. Wir brauchen schon die Straße. Irgendwie hier runter, dann hätten wir nirgends eine Bushaltestelle. Ist es denn wahr? Doch, hier haben wir doch eine Buslinie. Also müssen wir hier auch irgendwo eine Bushaltestelle haben. Und das hier hinten hingeht. Haben wir hier einfach eine Buslinie und eine Bushaltestelle? Ich sehe hier keine Bushaltestelle. Das gibt's doch nicht. Hier ist ein Taxi-Ding. Ja, und das ist eine bestehende Linie, die wir hier haben. Von, oder wo wollen wir denn jetzt hin mit dem Gleis? Also nicht mit dem Gleis, sondern mit der Buslinie. Wir machen eine große oder wir machen eine lange Buslinie, würde ich vorschlagen. Hier unten wäre der Busbahnhof irgendwo. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir in den Busbahnhof reingehen. Hier hinten ist der. Dass man hier halt umsteigt und dann hat man eine kurze Buslinie. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Wo ist noch frei? Hier. Einmal so und einmal nach hier hinten. Linie abschließen, wenn es geht. Hier neuen Wegpunkt. Ne, ich habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte. Moment, dann gehen wir runter. Das ist die Bahn. Route fertigstellen. Jetzt hat es geklappt. Gut, also die Route ist fertiggestellt. Ach, dann fährt er hier außen rum. Ja, mach mal. Ist doch okay. Das passt schon. Gut, also dann kommen die Leute jetzt auch hier hin. Und rauf können sie, das haben wir gesehen. Hier hat es eine Treppe. Also das funktioniert schon mal. Wie sieht es hier sonst aus? Eigentlich soweit okay. Und ich habe eigentlich einen neuen Plan. Ich kann den ja eigentlich schon mal sagen. Oder haben wir irgendwo gerade noch Massivstau? Dass wir irgendwo eine Staumeldung haben. Oder sonst irgendeine Meldung. Da ist wieder die Miete zu hoch. Das kriegen wir schnell hin. Mit dichterem Wohnen sozusagen. Also, dann wird hier umgesiedelt. Und hier hinten ist okay. Hier oben haben wir Stau, sehe ich. Und dort haben wir auch noch ein bisschen Stau. Ja, irgendwo haben wir immer ein bisschen Stau. Ja, da stehen die Straßenbahnen. Das ist aber natürlich nicht ideal. Warum stehen die? Weil es hier dermaßen... Heiliges geht's hier aufwärts. Okay, und hier muss die Straßenbahn hoch.
Und die Menschen auch. Und die laufen hier halt auch wieder rüber. Es ist halt tatsächlich schon wieder ein Fall für eine Fußgängerüberführung. Oder für einen Kreisel. Lass uns mal schnell gucken. Ich habe noch einen Satz angefangen. Ja, Kreisel geht. Dann wird der Kreisel gemacht. Sehr gut. Dann sollte das schon mal helfen. Dann können wir, glaube ich, die Fußgängerüberführung, die können wir uns schenken. Im Kreisel drin bauen wir nicht mehr. Das heißt, jawohl, hier weg, da auch weg. Sehr gut. Hier haben wir noch ein bisschen was. Allerdings nicht wohnen. Wir sind hier in der Industrie. Da machen wir hier nochmal ein bisschen Industrie hin. Weil das haben wir jetzt völlig vernachlässigt. Wir haben nie mehr groß geguckt, was wir hier haben. Also, dass wir Nachfrage haben. Ja, ist aber okay. Guck mal, jetzt fahren sie. Jetzt wird hier koordiniert und dann fahren sie. Den Satz, den ich fertig machen wollte. Ich würde, oder wisst ihr was, ich sage es am Schluss, weil das bringt jetzt noch nicht viel. Wo war das andere mit dem Stau? Hier ist wieder irgendwas, dass genau nicht genügend Kunden da sind. Das kennen wir ja tatsächlich auch. Ja, kommt, sonst stellen wir mal nochmal ein paar Häuschen hin. Hier nochmal ein bisschen Industrie, weil Nachfrage nach Industrie. Das haben wir jetzt, glaube ich, zwei, drei Folgen nicht mehr gemacht. Wir haben Nachfrage nach allem, wie man sieht. Jetzt sind wir hier aber im Industriegebiet. Das heißt, wir machen hier Industrie hin, wenn wir können. Hier oben noch ein bisschen was. Man sieht, da wird auch gleich gebaut. So, wir klotzen mal ein bisschen. Jawohl. So, dann haben wir hier ordentlich zugeschlagen. Jetzt sollte hier die Nachfrage nach Industrie eigentlich sinken. Das tut sie auch. Die nach Büros haben wir noch. Also wir haben alles Mögliche, ist ganz klar. Hier oben Büros könnte man machen, möchte ich aber nicht. Ich möchte die Büros. Wo möchte ich denn die Büros haben? Wir haben hier eigentlich angefangen mit Büros, so wie das aussieht. Sind das Büros? Das finden wir gleich raus. Nee, das sind Wohnungen tatsächlich. Aber wir können hier natürlich auch Büros hinstellen. Da haben wir die Wasserpumpen. Hier ist irgendwie nicht ideal, finde ich. Das ist mir zu klein. Hier vielleicht, dass wir hier so einen kleinen Riegel haben. Ja. Dann vielleicht mal wieder ein Park zwischendrin, weil die haben auch vernachlässigt. Hier ist eine Feuerstelle, das freut die Leute hier natürlich wieder. Und gewohnt werden kann hier auch noch. Gut, die warten auf Leichenwagen. Ja, im Groben würde ich sagen, läuft das so schlecht nicht. Also wir haben jetzt hier unten tatsächlich auch, dass der Stau eigentlich so weit weg ist. Oder ist hier hinten? Hier sehe ich noch was. Hier unten, ja, da quälen sich die Busse auch rum. Weil die Leute hier, was machen die? Die laufen einfach hier rüber. Sag mal, hier ist kein Fußgängerstreifen, Leute. Gibt's doch nicht. Wie kommen die denn auf die Idee, dass sie hier dann einfach irgendwie mal die Fahrbahn überqueren? Ist ja wohl nicht wahr. Hier könnte man schon auch noch irgendwie so ein Ding machen. So ein Übergang. Oder kann ich diese... Gilt das als Kreuzung? Bitte wähle eine Kreuzung aus. Das würde gehen. Komm, wir machen das mal. Wir haben zwar keine Ampeln. Das bringt wahrscheinlich tatsächlich nichts. Weil das ist ein Kreisverkehr. Also im Kreisverkehr muss man aber wissen, wie man sich bewegt. Wo wollen die überall hin? Ja, die haben verschiedene Ziele. Also der Kreisel, der macht tatsächlich schon Sinn. Wo wollen die hin? Da geht es gar nicht lang. Lass mich nochmal schnell gucken. Ja, jetzt haben sie gemerkt, dass man hier gar nicht lang kommt. Dann haben sie sozusagen ihre Pläne geändert. Also die, doch, der geht. Ja, der fährt halt hier lang. Dann hier, dann fährt er wieder zurück. Das hatten wir doch schon mal. Ist der lang, der Stau? Ja, ein paar Meter sind schon. Hier hinten fängt das Ganze, beziehungsweise hier ist das Ende. Ich weiß, hinten. Hinten ist das Stauende, das ist nicht vorne. Ja, von den Leuten her überschaubar. Ja, hier halt noch ein Bahnübergang. Ich würde hier die Brücke weiterziehen, dass wir das zumindest schon mal irgendwie behoben haben. Dafür mache ich aber schnell Pause, weil sonst kriegen die Züge eine Krise. Man kennt's. Wir bräuchten den Bagger. Und zwar... Das kommt weg und das kommt weg. Ja, unten durch unter der Brücke müssen wir sowieso. Also von daher kann ich das eigentlich lassen. Wir brauchen die Eisenbahn und einen Zug bzw. ein Gleis. So, wer regelmäßig hier guckt, weiß, was ich gerade gemacht habe. Richtig, den Ton gemutet und gehustet. Das ist leider immer noch nicht wirklich massiv besser. Hier die Energiemotti muss weg. Kommen wir hier rüber mit einer Brücke? Geht sogar. So geht's. Wir machen es mal. Dann hier hinten rein. Beziehungsweise ich müsste halt die Kurve wieder aktivieren. Separat. So, irgendwie geschwungen. Ja, das ist zu sehr geschwungen. Aber so die Ausrichtung. Ja, jetzt hängt es gerade. Die Ausrichtung müsste ungefähr passen, denke ich so. Und dann da rein. Also wieder runter auf die Null. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir hier eine Brücke, da kann ich wieder auf Play gehen. Allerdings, dass das jetzt hier so runter geht.
Ja, das ist halt schon dieser Brücke hier geschuldet. Dass er hier eine Krise hat, also das kriegt er hin. Ihr seht's, also das Einfädeln passt. Es geht halt jetzt hier ein bisschen runter. Und dann geht es hinten wieder ein bisschen rauf. Ich würde das aber so lassen, damit wir hier in Ruhe tatsächlich unter dieser Brücke durchkommen. Das müssen wir ja auch noch. Gut, dann sollte das hier natürlich auch wieder ein bisschen helfen, dass der Stau weg ist, logischerweise, weil sie hier nicht mehr warten müssen, bis der Zug kommt. Und hier vorne geht es in den Kreisel rein. Genau, da müsste der hier rum. Es geht eigentlich. Man sieht es. Also ich denke, dieser Bahnübergang. Oh, schön, wie da der Zug über die Brücke fährt gerade. Dieser Bahnübergang, der war tatsächlich die Krux, würde ich mal behaupten. Ich hätte hier gerne noch ein Bild. Ja, aber da muss ich hier warten, bis der nächste kommt. Kommt da nochmal ein Zug? Weil das ist schon ein cooles Bild hier mit der Brücke, finde ich. Wie der da unten durchfährt und dann da in den Hochbahnhof rein. Ja, es sollte sich regulieren. Wir gehen wieder raus, würde ich vorschlagen. Hier vorne ist halt immer noch ein bisschen Stau. Aber viel mehr als den Kreisel können wir nicht machen. Hier vorne ist ja okay, die müssen da einfach mal wegkommen. Ich wollte schnell schauen. Hier haben wir ja auch einen Hochbahnhof. Ja, okay. Da sind aber auch Leute, das habe ich gerade gesehen. Wie sieht es bei dem hier hinten aus? Haben wir hier jetzt ein paar Leute, die irgendwie hier unterwegs sind? Ne, hier ist einfach gar keiner. Trotz Bushaltestelle. Also Züge fahren, das haben wir ja gesehen. Ja gut. Vielmehr als eine Buslinie. Gut, wir könnten natürlich die U-Bahn noch hier hinführen. Würde ich aber mal lassen. Kommt, wir schauen nochmal schnell, weil ich sehe sonst eigentlich keine großen Probleme. Ja, hier und da halt, dass ein Leichenwagen fehlt. Und hier unten ist jetzt doch wieder irgendwie, ja, da hat es geknallt. Das kennen wir. Da raucht es, macht es und tut. Das sieht nicht gut aus. Ja, da müssen die Rettungskräfte kommen. Ich höre eh schon Hubschrauber. Also da können wir nichts machen. Dass man dann einen Stau hat, wenn es knallt, das ist klar. Da kommt gerade der Rettungshubschrauber. Wir gehen nochmal runter. Ja, interessant. Der landet einfach mal auf dem Wrack. Hier liegt auch noch jemand. Wird der tatsächlich abgeholt? Nee. Der wird wahrscheinlich einen Despawn machen. Der müsste jetzt im Hubschrauber drin sein. Mit einem Müllwagen. Ein Unfall. Das ist natürlich schlecht. Dann haben sie wieder am Schluss dann irgendwie ein Müllproblem. Ja, also da können wir nicht viel machen. Da können wir höchstens zugucken. Boah, die sind hier alle auch noch gecrasht. Und eigentlich heißt es, die Unfälle entstehen, wenn man zu wenig Straßendepots hat. Jetzt sind sie schon wieder am Labern. Das ist auch so eine Krankheit. So, labert mal fröhlich. Ich guck mal schnell. Straße. Haben wir hier. Und dann haben wir hier das Straßenwartungsdepot. Das ist halt schon auch riesig. Aber kommt, wir machen das hier hin. Was macht das gleich nochmal ein bisschen Lärm, glaube ich. Sonst nichts. Ja, Lärm gering. Machen wir das hier ans Wasser ran. Zack. Straße benötigt. Ich weiß. Wir gucken. Kriegste. Hier einmal hier lang. Ja, das klappt schon mal nicht. Aber so wird es, glaube ich, klappen. Jawohl. Und ist angeschlossen. Dann geht das irgendwie hier rauf und da rein. Geht so nicht. Geht das hier in die Brücke rein? Geht auch nicht. Hang zu steil. So wird es gehen. Da unten geht es aber nicht. Kommt, dann machen wir das anders. Wir machen hier die Kurve. Ich muss schon wieder die Kurve aktivieren. Bei jeder separaten Straße wieder einmal Kurve machen. Einmal hier und dann Höhe. Ja, machen wir mal die 10 Meter. So hier die Höhe haben und dann da reingehen. Zack. Okay, gut. Dann ist es angeschlossen. Es geht ja primär darum, Verkehr werden wir hier kaum haben. Na, was meinst du? Da passiert aber noch nicht viel. Ist das irgendwie, was ist das denn hier? Ist das, das ist eine Straße, die leitet kein Wasser. Gut, dann müssen wir es anders machen. Die hier leiten Wasser. Wir schnappen uns wieder die Straße, gehen wieder auf die Null. So, machen hier eine Kurve. Denkst du, wir machen hier keine Kurve, da ist irgendwas im Weg. Da steht noch ein Häuschen. Mach mal den. Moment, mach mal die Höhe. Dann können wir hier auf eine Brücke rauf. So, einmal den. Einmal nach hier hinten. Einmal hier lang, wenn es irgendwie gehen würde. Das geht jetzt wieder nicht. Da ist wieder irgendein Hang zu steil. Allen Ernstes. Wenn ich das so mache. Da ist der Hang auch zu steil. Da komme ich da sowieso nicht rein. Müssen wir anders handhaben. Wir gehen wieder zurück auf die 10. Irgendwie kriegen wir das gewuppt. So geht's. So, jetzt einmal die Kurve. Da ist echt der Hang zu steil. Dann gehen wir halt nach hier vorne und gehen da rein. Hier mit einer Kurve rüber und dann hier rein. Das müsste doch funktionieren. Da ist doch nichts zu steil. Ne, das funktioniert tatsächlich. Gut. Dann müsste das jetzt auch an der Straße dranhängen. Jawohl. Dann haben sie Strom, dann haben sie Wasser, dann haben sie alles. Dann sind sie glücklich. Das freut mich natürlich. Sehr gut. Haben wir irgendwie einen Ton?
Ja, doch, Musik ist da. Ich habe wieder viel zu leise eingestellt, tatsächlich. Eieiei. Gut, also eine ordentliche Konstruktion. Kann ich das noch ausbauen? Wahrscheinlich ja, aber ich habe den Platz nicht. Doch, geht. Glück gehabt. So, hier vorne ist immer noch. Leute, kommt da die Rettung irgendwann? Das ist immer noch der gleiche Unfall. Hier passiert tatsächlich auch nicht mehr viel. Der Hubschrauber kam, hat die Verletzten geholt. Aber ansonsten, ja, da kommt nochmal. Nee, das ist ein Flugzeug. Genau, die haben wir ja tatsächlich auch noch. Gut, Meldungen. Stau. Ansonsten, ja, hier unten. Ja, gucken wir hier mal noch schnell. Ei. Ja, hier ist halt komplett zu. Ich verstehe es nicht. Wobei eben, das ist natürlich nur einfach der Kreisel. Der Stau beginnt hier vorne. Das ist eine ordentliche Kreuzung. Okay, ihr ahnt, was wir machen. Wir schauen auch hier, würde ich vorschlagen, nach einem Kreisel. Und dann haben wir ungültige Form. Warum dies, warum das? Weil hier vielleicht so viele Straßen reingehen. Die geht hier auch noch rein, die müsste nicht. Die könnte irgendwo da hinten rein. Was ist denn das? Notstromaggregat. Okay, das kann natürlich sein, dass ich deswegen tatsächlich den Kreisel nicht hinkriege. Wir schieben mal. Nach hier hinten. Geht das so? Hat noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ist natürlich jetzt nicht mehr angeschlossen. Das werden wir beheben. Gehen in den Untergrund, nehmen den Starkstrom. So, hängen das da rein. Dann hängt es wieder am Netz. Sehr gut. Und jetzt könnten wir hier... Das sind ja ganz normale Gebäude. Das müsste doch möglich sein, dass ich hier meinen Kreisel hinkriege. Ungültige Form, Hang zu steil. Interessant. Wir könnten es mit der Energy Mod machen. Wahrscheinlich wegen der Straße hier. Ich mache mal Folgendes. Da kommt ja eh gerade keiner. Beziehungsweise ein LKW. Wie sieht es jetzt aus? Hang zu steil. Immer noch. Bisschen kleiner. Nein. Ein Baum. Nein. So? Ja. Okay. Machen wir den so. Was war das für eine Straße? Ich tippe auf eine Schnellstraße. Zweispurig. Ja. Einbahn. Definitiv. Die Kurve aktivieren. Ich weiß es langsam. Und dann gehen wir mal nicht in den Kreisel rein, dann gehen wir hier rein. So, dann können sie im Kreisel freier fahren. Ja, man sieht jetzt auch, die bewegen sich wieder. Vorher standen sie. Also das scheint so schlecht auch nicht zu sein. Hier haben wir wieder natürlich noch eine Stampede. Und hier vorne der Kreisel, der ist sozusagen einfach ein Opfer. Oh, hier halt auch. Man braucht halt bei jeder... Schade, dass es, ich sage es zum x-ten Mal, dass es keinen Bausatz gibt. Dass ich hier einmal klicke und hier einmal, dann haben wir im Prinzip die Überführung gemacht. Weil wir brauchen die, wenn man es genau nimmt, brauchst du die wirklich an jeder Kreuzung. Ich weiß mit den Ampeln, ist mir ganz klar. Aber da habe ich in der letzten Folge, in einer der letzten Folgen gesagt, ich möchte nicht eine Wissenschaft draus machen. Ich möchte spielen. Ich möchte im Prinzip, dass das Spiel das ohne Mod hinkriegt, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass, ja, dass wir keinen Stau haben. Und da würde so ein Brückendingens natürlich, also für die Fußgänger, so eine Überführung, ja, die wäre da einfach eminent wichtig. Das ist meiner Meinung nach ganz klar. Hier vorne könnten wir höchstens... Nee, können wir eben nicht. Ich habe mir gerade überlegt, eben hier oben wieder diese Mod. Aber wenn wir hier den Kreisel haben, geht das nicht. Jetzt wursteln die alle auch noch hier rein. Allerdings hier vorne hat sich dann ausgewurstelt. Ja, hier wird besser gefahren. Allerdings die hier rein wollen... Ja, die stehen dann immer noch im Stau. Allerdings... Hier vorne wäre es eigentlich wieder besser. Ja, sie fahren. Also ich denke, das war jetzt tatsächlich schon eine Verbesserung. Allein schon, weil wir die Straße hier weggenommen haben. Dann haben wir dann wieder eine Kreuzung. Hier können wir den nochmal machen. Zack, dass wir hier wieder diese Phase haben. Speichern, Dankeschön. Und dann sollte das hier auch besser gehen. Hier vorne ist kein Stau. In die Richtung haben wir ein bisschen Stau. Ja, ist auch hier, aber sie fahren. Und hier haben wir auch nicht, dass 10.000 Leute rübergehen. Und hier hinten hat sich's gebessert. Es ist aber immer noch nicht okay. Es ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir bräuchten hier tatsächlich auch nochmal eine Fußgängerüberführung. Gut. Aber ich kann euch jetzt auch den Grund sagen, warum wir das lassen mit dieser Fußgängerüberführung. Ganz einfach, weil wir morgen eine neue Staffel beginnen. Die Stadt ist im Groben, würde ich sagen, so etwa geworden, wie ich das wollte. Wir haben, ja, hier und da haben wir Stau. Man sieht's. Hier unten ist tatsächlich Ruhe, hier haben wir den Stau weggekriegt. Hier oben haben wir partiell, sage ich mal, immer noch ein bisschen Stau, da hinten ebenfalls. Aber so im Groben hat das geklappt, was ich mir ungefähr vorgestellt habe. Jetzt hat jemand geschrieben in die Kommentare, dass seit dem Update das wirtschaftliche Spielen tatsächlich angezogen hat, dass das schwieriger ist. Und ich würde morgen eine neue Stadt beginnen, gerne mit euch zusammen, wo wir wirtschaftlich spielen. Also wo wir halt
aufpassen müssen, dass wir Geld verdienen und dass uns das Geld nicht ausgeht. Ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf. Ich danke euch fürs Zusehen. Dem Städtchen sagen wir Tschüss, hier schön am Wasser. Und ja, das nächste Städtchen morgen, das begrüßen wir dann fröhlich und gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt habe ich gerade noch gesagt, wir haben den Stau im größten Teil hingekriegt. Eben, das ist der kleinste Teil hier. Hier ist schon wieder ein bisschen Stau, aber wir kennen's. Da könnte man jetzt natürlich auch noch optimieren. Aber ich denke, wir haben genug optimiert. Ich möchte jetzt eine neue Staffel beginnen mit Wirtschaft im Spiel. Ich freue mich, wenn ihr auch mit dabei seid. Danke fürs Zusehen und dann bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss, bye bye.